Na, fangen wir an. Darf alle anwesenden Medienvertreter und die, die über Zoom zugeschaltet sind, herzlich zur heutigen Pressekonferenz begrüßen. Ist kein Geheimnis, dass am Freitag in Mils in Anwesenheit von Bundesparteiobmann Herbert Kickl der Landesparteivorstand und die Landesparteileitung, sind also die zwei höchsten Gremien, nach dem Landesparteitag getagt haben und in diesen Sitzungen eine wichtige Weichenstellung für die anstehende Landtagswahl auch vollzogen haben. Ich habe diese Gelegenheit im Landesparteivorstand auch genutzt, weil es ja doch keine alltägliche Entscheidung ist, den Spitzenkandidat für eine Landtagswahl zu nominieren. Habe ich mir erlaubt, einmal ein kurzes Resümee zu ziehen und mir die Zeit vom Markus Aperzger als Landespartei ob man anzuschauen, wie hat sich die Landespartei in der Zeit entwickelt. Will euch jetzt da nicht allzu lang damit bemühen, aber ich denke, dass drei Beispiele ganz gut zeigen, in welche Richtung sich die Landespartei seit der Übernahme von Markus im Jahr 2013 hinbewegt hat. Die Mitglieder haben sich in dieser Zeit von knapp 4.000 auf über 6.000 erhöht. Das ist also ein Plus von 50%. Bei den Ortsparteien haben wir eine Steigerung von 29 auf 48, also ein Plus von 65%. Und bei den Gemeinderäten zum damaligen Zeitpunkt, also 2013, haben wir tirolweit 51 gehabt. Heute haben wir 98. Das ist ein Plus von 92%, auch wenn wir natürlich im Vergleich zu 2016 leider einige verloren haben. Der Markus hat im Jahr 2013 die Landespartei zu einem Zeitpunkt übernommen, wo sie finanziell und strukturell nicht gerade auf soliden Beinen gestanden ist, und im Markus ist es gelungen, die Landespartei relativ schnell in ruhiges Fahrwasser zu führen. Er hat ja als Spitzenkandidat im Jahr 2018 auch schon sozusagen ein politisches Ergebnis in seiner Statistik drinnen stehen. Mit den 15,5% im Jahr 2018 war das das drittbeste Ergebnis in der Geschichte bei Landtagswahlen der Freiheitlichen Partei Tirol. Was für mich eigentlich fast wichtiger ist als diese Zahlen, ist die menschliche Komponente. Und ich darf jetzt ja in Markus schon seit dem Jahr 2017 intensiv begleiten. Ich glaube, es gibt nicht viele Personen, die ich in dieser Zeit jetzt öfter gesehen und gehört habe als den Markus. Und ich kann, glaube ich, als Abgeordneter, als Landtagsabgeordneter sprechen, wenn ich sage, dass er ein absolut toller und super Clubobmann ist, der uns Landtagsabgeordnete immer in alle Entscheidungsprozesse mit einzieht, der uns aber vor allem auch sehr viele Spielräume lässt in unserer politischen Arbeit. Als Mitarbeiter der FPÖ Tirol kann ich sicher für alle Mitarbeiter sprechen, wenn ich sage, dass der Markus wirklich ein absolut toller Chef ist, der rund um die Uhr für die Mitarbeiter erreichbar ist. Das beruht natürlich auch auf Gegenseitigkeit, der immer hinter den Mitarbeitern steht und ja, ich möchte wirklich sagen, für ein tolles Betriebsklima innerhalb der Freiheitlichen Partei auch gesorgt hat. Und das Wichtigste für mich ist, als einfaches Parteimitglied, wie gesagt, wo wir mittlerweile Gott sei Dank über 6.000 haben, ist der Markus jemand, der in den letzten 9 Jahren nie die Bodenhaftung verloren hat, der sich immer, also der immer auf Augenhöhe mit allen Mitgliedern spricht, völlig egal, ob er jetzt ein einfaches Mitglied ist, ob er irgendeine Funktion hat, das ist ihm auch völlig egal. Und das ist eine Qualität und eine Eigenschaft, die, traue ich mir jetzt einmal zu behaupten, nicht alle anderen Landesparteiobleute in Tirol der anderen Parteien haben. Ja, summa summarum, denke ich, ist es keine große Überraschung, dass es jetzt am Freitag in den Gremien nur lobende und unterstützende Worte für den Markus gegeben hat. Es haben alle Bezirksparteiobleute ihre hundertprozentige Unterstützung auch zugesagt, und es ist natürlich auch wichtig, dass alle 9 Bezirke dann bei der Landtagswahl an einen Strang ziehen. Kurz noch zum Zeitpunkt, warum wir das jetzt am Freitag schon gemacht haben und ja, neben der ÖVP, wo es offenbar keine Diskussionen gibt, aber die erste Partei waren, die jetzt den Spitzenkandidat nominiert haben. Ich bin ja schon eine Sitzung vorher wieder zum Wahlkampfleiter bestellt worden, und so einen Wahlkampf organisieren, das ist natürlich schon eine Arbeit, und da ist es für mich als Wahlkampfleiter natürlich auch wichtig zu wissen, ja, wer Spitzenkandidat ist, um dann eben auch einen anständigen Wahlkampf planen zu können.
Und meine Aufgabe als Wahlkampfleiter ist es jetzt, die Landespartei so schnell wie möglich kampagnenfit zu machen. Aber wenn sich jetzt die Hinweise verdichten, dass wir in Tirol am 5. März 2023 gemeinsam mit Kärnten offenbar wählen sollen, ich will mich nicht darauf verlassen. Wer weiß, was der Untersuchungsausschuss in Wien noch alles ans Tageslicht befördert. Und ich halte es durchaus auch für möglich, dass dann die ÖVP bzw. der Landeshauptmann Platter sagt, ich tue mir das jetzt halt nicht noch länger an und warte, bis da wöchentlich irgendwelche Grauslichkeiten das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Ich wähle beispielsweise schon im Herbst. Und deswegen ist es jetzt meine Aufgabe und mein Ziel, die Landespartei de facto noch vor den Sommerferien so weit zu bringen, dass wir dann jeden Tag auf Knopfdruck in den Wahlkampf einsteigen können. Wir sind personell und finanziell, das hat der Markus schon öfter betont, so gut aufgestellt wie noch nie. Das macht meine Aufgabe natürlich wesentlich einfacher. Jetzt lass es gut sein und übergib unserem Spitzenkandidat und Landesparteiobmann. Danke dir. Schon umgestellt, oder? Ja, geht schon, ich sehe schon. Danke, lieber Patrick, für die sehr lobenden Worte. Du hast es ja am Freitag in ähnlicher Weise schon so kundgetan und alle anderen Bezirksobleute, ja, das ist schon nach doch einer langen Zeit, jetzt bin ich ja eigentlich schon 9 Jahre Landesparteiobmann. Wir haben eigentlich nur positive Ergebnisse gehabt, teilweise auch negative Ergebnisse, aber haben trotzdem in Summe immer das behalten, was uns ausmacht, und das ist über die parteipolitische Arbeit hinaus doch regelmäßigen Kontakt und auch einen freundschaftlichen Kontakt in den Führungsgremien, und das ist für Zusammenarbeit für die Zukunft sehr, sehr wichtig. Es ist eine große Ehre und aber auch eine große Verantwortung, als Spitzenkandidat der drittgrößten Fraktion im Tiroler Landtag in die Wahl gehen zu dürfen. Es ist eine große Ehre und es ist einiges geschaffen worden gemeinsam. Wir haben, du Patrick, du hast schon gesagt, eine unglaubliche Ruhe innerhalb der Landespartei. Diskussionen hier und da gibt es immer wieder. Es wird auch Diskussionen geben, logischerweise, wenn es an die Listenerstellung geht, das ist ganz klar. Wir haben eine unglaubliche Stabilität innerhalb der Landespartei. Wir haben jetzt zwar die Gemeinderatswahlen hätten, wenn es nach mir ginge, und nach vielen anderen ginge vielleicht ein bisschen positiver ausgehen können, aber Fakt ist, dass das auch das drittbeste Ergebnis war. Und eigentlich haben wir uns jetzt als klar als drittbeste Fraktion, als klare Nummer 3 auch innerhalb der Gemeinden gefestigt. Das ist etwas, was absolut gut ist und das natürlich auch die weitere Ausbauarbeit dementsprechend da gut ist. Die Landespartei selber, ja, wie gesagt, ich will jetzt nicht die alten Zeiten bemühen, aber strukturell und finanziell insbesondere ist uns nicht gut gegangen. Wir haben das geschafft, trotz Wahlkämpfen eine solide finanzielle Struktur aufzubauen. Andere Parteien sind tief verschuldet. Wir im Land Tirol sind nicht verschuldet, wir haben keinen Euro Schulden. Wir haben auch die Möglichkeit, dass wir diesen Landtagswahlkampf ohne irgendwelche Fremdmittel bedienen können. Also wir werden keinen Kredit aufnehmen, wir sind unabhängig. Das ist immer schön, von Banken unabhängig zu sein, ein wunderbares Gefühl. Und deshalb werden wir diesen Landtagswahlkampf auch aus eigenen Mitteln finanzieren. Und ich kann euch versprechen, auch nach dem Landtagswahlkampf, wenn die Kosten bezahlt sind, steht die Partei trotzdem finanziell solide da. Wir müssen kampagnenfit werden, das ist klar, lieber Patrick. Wir wissen nicht, wann die nächste Landtagswahl ist, im Herbst oder doch erst im Frühjahr. Meine Forderung, meine erste politische Forderung ist eigentlich das, das habe ich schon einmal gesagt, ich wäre eigentlich für so eine Art Super Sunday, was die Landtagswahlen betrifft. Warum kann man nicht die Landtagswahlen in Niederösterreich, Salzburg, Kärnten und Tirol zusammenlegen? Und der erst mögliche Termin wäre meines Erachtens nach der Bundespräsidentschaftswahl im Herbst hinein. Ich glaube nicht, dass es auch in den anderen Ländern dementsprechend noch Sinn macht, hier weiter zu wursten, sondern dass man die politischen Verhältnisse klar regelt. Es hat unglaubliche Turbulenzen gegeben innerhalb der letzten Zeit, innerhalb der Legislaturperiode, auch in allen anderen Ländern, also in anderen Bundesländern. Deshalb wäre so ein super Sunday, wäre perfekt meines Erachtens und würde auch dementsprechend einen Aufschwung geben, dass die Landtagswahlen so quasi wie eine vorgezogene Bundeswahl dementsprechend auch hier die Aufmerksamkeit hat. Die Weichenstellungen haben wir gestellt für die Landtagswahl. Wir sind sozusagen bereit für die Landtagswahl. Sie kann kommen, sie kann übermorgen kommen. Jederzeit ist die Freiheitliche Partei dementsprechend bereit. Die Wahlen aus meiner Sicht sind gerade in Tirol dringend notwendig. Die Landesregierung ist aus meiner Sicht inhaltlich am Ende.
Da wird wechselseitig nur noch blockiert. Thema Wolf beispielsweise, wo man jetzt aus den Medien die unterschiedlichen Positionen heraus hört, anstatt dass man dementsprechend eine Landesregierung hat, die hier tätig wird. Und man muss auch sagen, dass das Landtagsteam, also die Landesregierung, insbesondere bei Landeshauptmann Platter schon sehr in die Jahre gekommen ist. Also die Landesregierung, die Landesräte und der Landeshauptmann Platter haben ein Ablaufdatum, Landeshauptmann Platter hat ein Ablaufdatum und aus meiner Sicht ist das System Platter am Ende. Das liegt nicht nur an der Person Platter, sondern insbesondere auch am ganzen System, an diesen Personen, die schlussendlich auch jetzt die Landesregierung bekleiden. Und sonst muss ich gleich vorweg sagen, weil man ja sagt, der Abwärtsgang kommt im Landeshauptmann Platter nicht. Ja, mag sein, das hat politische Gründe, keine persönlichen Gründe und ich habe gute Verhältnisse, persönliche Verhältnisse in alle Parteien und ich muss auch ehrlich sagen, auch innerhalb der ÖVP habe ich hervorragende Kontakte und ich traue mir fast sagen, dass ich persönlich bessere Kontakte habe innerhalb der ÖVP zu manchen Personen, die möglicherweise in Zukunft was zu sagen haben, wie der Landeshauptmann Platter selber. Das ist einmal dementsprechend Fakt. Das System Platter, das wir immer bekämpfen, werden wir natürlich auch jetzt im letzten Jahr vom dementsprechenden Landtagswahlgang bekämpfen. Da geht es, wie gesagt, nicht nur um die Person alleine. Das System Platter hat sich zu Beginn der Zweiten Republik etabliert mit den Vorgängern natürlich. Und eines ist klar, und ich habe das schon öfters betont, ich persönlich will nicht Teil dieses Systems Platter werden. Es ist immer die Frage, ja, möchte ich nicht Landeshauptmann Stellvertreter werden oder sonst irgendwas. Ich will nicht Teil dieses Systems Platter werden und das ist etwas, was mir besonders wichtig ist. Teil dieses Systems Platter wollen andere in diesem Land werden. Ich erinnere an den Klubobmann Dornauer oder aber auch der Oberhofer, die sehen sich alle schon als zukünftige Landeshauptmann Stellvertreter. Das ist nicht mein Anspruch. Ich will das System ändern und es gibt auch gute Gründe für das. Wofür steht das System Platter? Das System Platter steht für 44% derzeit Wähleranteil, wenn man den Umfragen folgt, 32-35% Wähleranteil, 98% Machtanteil in diesem Land und das ist absolute Schieflage. Es steht für Verwalten statt Gestalten, das ist faktisch derzeit so, da rockt überhaupt nichts mehr. Es steht für Vettern- und Freundelwirtschaft. Ihr müsst schauen, also ich kenne kein einziges Landesunternehmen, ein landesnahes Unternehmen oder die hohe Beamtenschaft, wo nicht zumindest ÖVP-nahe Personen oder ÖVP-Mitglieder Teil sind, beziehungsweise diese Funktionen innehaben. Ich kenne keins. Wir haben lang geschaut, ich kenne wirklich kein einziges Unternehmen und das haben nicht einmal die Grünen geschafft, in der Zeit hier etwas Offenheit oder dementsprechend auch ein bisschen Pluralismus, ein bisschen Vielfalt hineinzubringen. Es ist eine Vereinnahmung der Traditionsverbände, eine Vereinnahmung der Schützen, ein Abhängigkeitsverhältnis der Tourismusverbände und auch eine Vereinnahmung der Freiwilligendienste. Also der Tag des Ehrenamtes war wieder eine Farce. Hochachtung vor allen Personen in Tirol, die ihr Ehrenamt bekleiden. Aber diese Festveranstaltung war wieder eine reine Showpartie vom Landeshauptmann, von der ÖVP. Und es ist ich lege keinen Wert, begrüßt zu werden. Nicht? Eigentlich nicht. Gell? Aber wenn ich hergehe und schaue, diese Veranstaltung anschaue, kein einziger von der Opposition ist begrüßt worden. Kein einziger. Ja, nicht einmal der Klubobmann G.W. Meyer von der Regierungsfraktion der Grünen. Einzig und allein die Landtagspräsidentin ist begrüßt worden und die Regierungsmitglieder. So geht das nicht. Das ist nicht mein Verständnis von Politik und wenn man sich die Arbeit der Regierungsmitglieder beziehungsweise die Wertehaltung des Landtages in dieser Regierung anschaut, dann muss ich ehrlich sagen, das ist schon das Kurz-Syndrom, nicht, wo man den Landtag an und für sich als notwendiges Übel betrachtet. Und das sieht man auch eindeutig an der Anwesenheitsliste der Regierungsmitglieder bei den Landtagssitzungen. Gehen die Medien, gehen die Regierungsmitglieder. Außer die einzige Ausnahme sind die grünen Regierungsmitglieder, die wirklich sehr, sehr oft und sehr lange auch die Landtagssitzungen besuchen. Aber von der Regierung wird das total ignoriert und der Landtag ja als notwendiges Übel beachtet. Es ist ein politisches Versagen in der Pandemiebekämpfung, für das steht das System Platter. Es ist der Ischgl-Bericht kein Freispruch gewesen, im Gegenteil, es ist nicht nur alles moralisch verwerflich, was nicht unbedingt strafrechtlich relevant ist, es ist meines Erachtens klar und es hat eben auch klar bewiesen, die letzte Zeit und insbesondere auch die Aufdeckungen, dass in Tirol eben nicht immer alles
richtig gemacht wurde. Es ist ein unglaublicher Schaden für die Reputation Tirols, für die Marke Tirols, und Tirol wird mittlerweile, und das heißt nicht nur wegen der Pandemiebekämpfung, aber auch wegen der Pandemiebekämpfung außerhalb Tirols, ein wenig belächelt. Es hat eine Aufhebung der Verordnungen gegeben, das ist also, wie soll ich sagen, alles schon ein bisschen länger her, und man redet nicht mehr drüber, Aufhebung der Verordnung vom Verfassungsgerichtshof, dass man die Gemeindegrenzen nicht verlassen kann, und es hat keine Geld-Zurück-Aktion gegeben. Wir haben das gefordert im Tiroler Landtag, dass all jene Personen, die damals aufgrund der Hörigkeit, der Obrigkeitshörigkeit diese Strafen bezahlt haben, trotz Aufhebung des Verfassungsgerichtshofes wegen einer verfassungswidrigen Forderung, es gibt kein Geld zurück. Und das ist für mich eine Riesensauerei, da ist man einfach drüber gebügelt. Es ist ein Einbruch im Tourismus zu bemerken, nicht nur wegen Corona. Und es ist, wir haben uns damals, auch was Corona betrifft, in die Isolation getestet. Das ist auch schon länger her. Also wenn man da eine Liste machen würde, was in diesen letzten 4 Jahren an der Tiroler Landesregierung alles dementsprechend falsch gelaufen ist, auch innerhalb der Pandemiebekämpfung, wobei ich zugebe, das war nicht einfach. Klar war es nicht einfach. Gell? Das sagt keiner, dass das einfach war. Dann ist das wirklich ein Wahnsinn. Es ist nur so viel, dass man gar nicht mehr nachkommt, sich über alles dementsprechend aufzuregen. Wir haben einen Transithorror, 1 Million Lkw wurden 2023 versprochen. Ja, jetzt haben wir gerade das Allzeithoch, was die LKWs über den Brenner betrifft. Die Grünen haben sogar versprochen, Transit halbieren. Ich hoffe, dass von Medien das auch aufgegriffen wird, dass man Landeshauptmann mal anredet drauf. Das ist groß plakatiert worden. Man hat groß plakatiert, der Landeshauptmann hat versprochen, 1 Million Lkw. Ne? Er hat auch die Hochwasserhilfe beispielsweise versprochen im Unterland. Auch das ist noch nicht gekommen. Bodenfraß, Zubetonieren, Ausverkauf Tirols, das klingt immer so plakatisch, aber plakativ, aber das ist so, wir haben Ausverkauf Tirols an ausländische Millionäre, die Holländer, die sich bei uns bedienen, dann andere Länder, die sich bei uns bedienen, Chaletdörfer bauen und schlussendlich treibt das auch den Markt nach oben, wenn man in Kitzbühel diese eine Straße, die bestimmten Straßen hochgeht und da spazieren war. Ich war mit unserem neuen Stadtrat, mit dem Alexander Gamper dort. Das ist ein Wahnsinn, da steht alles leer, die teuersten Villen auf unglaublich viel Fläche, steht alles leer und ja, man regt sich dementsprechend einfach nicht auf. Und ein Aspekt, das ich dem Landeshauptmann nie vergessen werde, das ist dieser Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte. Man kann jetzt dafür sein, man kann dagegen sein, aber da war er federführend im Bund dabei, seine große Impfpflichtlüge, die er im Landtag abgegeben hat, im Juli 2021 noch hoch und heilig versprochen, mit ihm kommt keine Impfpflicht. Ja, das Versprechen hat keine 3 Monate gehalten, dann war am Aachensee auf einmal plötzlich alles anders. Diese Liste ist nicht erschöpfend, sondern es sind einige Punkte, für was das System platter steht und für was es sich lohnt, dementsprechend auch hier zu kämpfen. Und eines muss auch klar sein, das ist uns wichtig, eines muss auch klar sein, in der zukünftigen möglichen Landesregierung, wenn sich die Umfragen härten, wenn sich die politische Meinung weiterhin so dreht, dann ist es auch im Heiligen Land Tirol nicht automatisch Gott gegeben, dass auch zukünftig eine ÖVP in der Landesregierung vertreten sein muss. Was uns noch wichtig ist, ganz kurz noch, 2 Punkte für die jetzige Arbeit bis zur nächsten Landtagswahl. Das ist der eine Punkt, eine soziale Verantwortung, die wir leben. Wir sind das soziale Gewissen der Landesregierung. Wir haben unglaublich viele Anträge eingebracht durch unseren Sozialsprecher Patrick Haselwanter. Wir sind die soziale Heimatpartei, aus meiner Sicht klar eine Familienpartei und eine Pro-Kind-Partei, und deshalb sind gewisse Punkte uns wichtig. Wir haben immer noch in Tirol die niedrigsten Löhne, wo gleichzeitig die höchsten Mietpreise sind. Wir haben eine Inflation derzeit bei ungefähr über 6%. Die tatsächliche Inflation aus meiner Sicht ist höher, was gerade Sachen betrifft für den täglichen Bedarf. Und jetzt kommen noch die Teuerungen dazu bei den Energiekosten. Wir haben 21 Punkte. Ihr habt es eh schon gesehen, wir haben das alles dementsprechend verschickt. 21 Punkte für die Maßnahmen gegen die Teuerung. Ich habe das auch bei diesem Gespräch am Freitag mit dem Landeshauptmann Platter und Landesrat Mattle war dabei, dann die Gabi Fischer war dabei, die Landeshauptfrau Stellvertreterin Felipe, alle Klubobleute bis auf die NEOS, nicht? Aber die NEOS sind am Thema soziales Gewissen wohl überhaupt nicht interessiert. Ich weiß auch nicht, warum sie gefehlt haben. Die kümmern sich eher um andere Sachen offenbar, aber es war ein sehr gutes Gespräch. Ich habe nur dann konkrete Maßnahmen dementsprechend schon ein wenig
vermisst. Wir haben auch diese 21 Punkte eingebracht. Ich habe auch gesagt, ich bin nicht böse, wenn man diese einen Punkt oder mehrere Punkte übernimmt. Man soll das übernehmen, die Landesregierung kann das auch umsetzen, das ist mir vollkommen egal, da bin ich nicht dementsprechend derjenige, der sagt, das war unsere Idee. Wichtig ist mir nur das, was passiert. Wir haben eine unglaubliche Belastung der Bevölkerung, das ist ein unglaubliches Ausmaß. Ich sage immer, sozusagen nach dem Corona-Blues kommt jetzt sozusagen das Teuerungsrequiem. Wir haben unglaubliche Belastungen auf allen Bereichen für die Tiroler Bevölkerung und das ist natürlich etwas, wo ich absolut entgegenwirken will. Verweis gerade auf den Heizkostenzuschuss. Bei dieser Sitzung ist hervorgekommen, dass Sie haben ja eine Änderung des Heizkostenzuschusses gemacht, eine Verbesserung, uns zu wenig, aber zumindest ist eine Verbesserung gemacht worden. Da hat es mittlerweile erst 2500 Ansuchen gegeben, bei insgesamt 44.000 Berechtigten. Das heißt, dass an und für sich die Landesregierung es nicht schafft, die Maßnahmen, die gut sind, dementsprechend auch bei der Bevölkerung anzubringen. Und deshalb habe ich vorgeschlagen, und auf das sind Sie auch eingegangen, ich möchte nur die Umsetzung dann wissen, eine Info-Offensive für diese Maßnahmen, die derzeit schon umgesetzt worden sind, dass die Bevölkerung die abholt. Das reicht nicht, wenn man die im Landtag beschließt oder wenn es dann ein oder zwei Artikel gibt in der Zeitung, sondern da muss man dementsprechend auch die Informationen an die Bevölkerung bringen. Und wenn ich heute gerade die Tiroler Tageszeitung gelesen habe, weil die Tiroler Tageszeitung auch zugeschaltet ist, was die Leerstandsabgabe betrifft, wir sind nicht gegen die Leerstandsabgabe, ich sage nur, die Leerstandsabgabe ist, so wie sie derzeit ausformuliert wird, ein totes Gebilde, die wird dementsprechend nicht umsetzbar sein. Ich kann euch nur ansagen, so wie es jetzt ist, dann wäre ich halt diesen Leerstand, den ich habe, diese Mietwohnung, die ich habe als Eigentümer, wäre ich halt sagen, ja, dann tue ich halt noch ein bisschen renovieren, ein bisschen ausbessern und dann mache ich das und dann, wenn ich es nicht vermieten will, schlussendlich dann fallen den Vermietern sicherlich 100.000 Gründe ein, um das Gesetz zu umgehen. Meines Erachtens, und ich sage es nochmal, wäre der Ansatz, dass man die Immobilienertragssteuer, die IMO-EST, nachlässt. Das sind 30% beim Veräußerungsgewinn. Das sind für Investoren, wenn sie eine Wohnung kaufen und wissen, dass sie in 5, 6 oder 7 Jahren diese Wohnung wieder verkaufen, das, was sie Gewinn haben, müssen sie keine Immobilienertragssteuer zahlen. Dafür müssen sie die Wohnung aber vermieten. Das ist ein Anreiz, der meines Erachtens viel, viel mehr bringt. Und der zweite Punkt zum Schluss, die politische Sauberkeit. Die politische Sauberkeit, wir haben gesehen, dass in den letzten 2 Jahren eine negative Offenbarung stattgefunden hat. Und ja, ich weiß, das hat die Freiheitliche Partei auch betroffen, wobei ich ganz klar sagen muss, es gibt Parteien, die daraus lernen, da zähle ich uns dazu, und es gibt Parteien, die nicht daraus lernen, da zähle ich alle anderen Parteien dazu. Wir haben uns Compliance-Regelungen gegeben im Bund, die natürlich auch auf die Länder übertragen werden, da sind die jetzt, der letzten Mittwoch haben wir uns getroffen, initiiert vom Bundesparteiobmann, da wird dann jetzt in den nächsten paar Wochen wird das finalisiert und wird auch dementsprechend nach außen getragen. Das sind Compliance-Regelungen, die hat keine andere Partei, keine andere Partei. Und dann wäre mein Anliegen an die Medien, dass man die anderen Parteien fragt, warum sie das nicht umsetzen wollen. Es gibt schon viele Gründe dafür. Es ist nicht einfach, innerhalb einer Partei derartige Regelungen umzusetzen, weil viel Ehrenamt dabei ist. Aber wir geben uns derartige Regelungen. Dann der nächste Punkt, der mir wichtig ist, wo ich nicht verstehe, dass es da keine breite Mehrheit gibt im Tiroler Landtag, keine aktive Politiker in Aufsichtsräten von landesnahen oder landeseigenen Betrieben, und es braucht dringend bei der Besetzung des Aufsichtsrats dieser Betriebe ein Hearing durch den Tiroler Landtag. Das wäre mal eine Neuerung, dass wir das machen können. Und dann haben wir eine Untergruppe der Parteienfinanzierung im Land. Da ist ja ist Fakt, dass ab und zu mal die Grünen irgendwelche Pressemitteilungen machen. Fakt ist, dass sowohl die Grünen als auch die ÖVP diesen Ausschuss blockieren bzw. nicht weitertieren. Sie ruhen sich darauf aus, dass sie sagen, der Bund macht jetzt irgendeine Regelung und die Bundesregelung, die dürfen wir nicht stechen. Ist klar, dass wir natürlich auf die Bundesregelung auch warten müssen. Aber es gibt durchaus Regelungen, die wir auch vom Land beschließen können, beispielsweise ein generelles Spendenverbot. Wir haben eine unglaublich hohe Parteienfinanzierung durch die öffentliche Hand. Die soll auch beibehalten werden. Über die Höhe kann man natürlich diskutieren. Kann man wirklich diskutieren. Wenn ich gerade anschaue, was in Wien Parteienförderung ist, dann wird man ganz schlecht. Aber die Tiroler Parteienförderung aus meiner Sicht ist in Ordnung so und kann auch beibehalten werden. Aber ein Spendenverbot, wenn ihr Parteienförderung habt, sieht überhaupt nicht ein, dass auch nur irgendein Euro an die Partei fließt als Spende, ein generelles Spendenverbot.
Und dann können wir auch gleich eine Wahlkampfkostenobergrenze beschließen. Ich bin für eine Wahlkampfkostenobergrenze im Land Tirol von maximal 1 Million Euro. Und ich kann euch versprechen, wir werden deutlich darunter bleiben. Da können wir ja dementsprechend auch eine Umfrage machen, beziehungsweise können die anderen Parteien sich auch deklarieren, dass sie für eine derartige Wahlkampfobergrenze sind. Und dann eines noch, und das ist jetzt ein Thema, das jetzt derzeit nur in Vorarlberg aufgepoppt ist, aber wird wohl keiner glauben, dass das die ÖVP nur in Vorarlberg praktiziert hat. Ich glaube, dass wir eine genaue Untersuchung des Inseratensystems, das in Vorarlberg praktiziert wird, auch in Tirol machen müssen. Und wie gesagt, ich fordere auch, wir können das ja vorgreifen, ich fordere eine eidesstattige Erklärung vom Wirtschaftsbund Obmann Hörl und Landeshauptmann Platter, dass die ÖVP in Tirol bzw. der Wirtschaftsbund in Tirol diese Praktiken nicht praktiziert haben. Dann haben wir mal diese eidesstattige Erklärung, mit der können wir arbeiten, und dann können Sie sich dementsprechend auch auf die politische Arbeit wieder fokussieren, weil diese Art der Querfinanzierungen möglicherweise gibt es auch im Land Tirol, und da soll man ja dementsprechend mit der eidesstattigen Erklärung das Ganze ausräumen. Ja, letzter Satz. Wir werden jetzt im Sommer einiges unternehmen. Wir werden eine Tirol-Tour veranstalten, eine Tirol-Bebt-Tour in dem Sinne. Ich gehe wieder dorthin, wo was los ist, dorthin, wo die Leute sind, bei Zeltfesten, bei Veranstaltungen, Jungbauernbälle, und da haben wir schon angefangen. Noch bin ich jung, sage ich. Nicht? Im besten Alter, behauptet so mancher, im besten politischen Alter, ich halte das noch aus, diese Zeltfeste. Es freut mich, dass man wieder Leute treffen kann, dass man wieder in die Interaktion mit den Personen kommt. Mein persönliches Ziel ist, bis Herbst 100.000 persönliche Kontakte zu Tirolerinnen und Tirolern zu haben, persönliche Kontakte haben, wo man wieder dementsprechend auch die Politik an den Mann bringt, weil eines kann ich auch sagen, ein großer Teil der Politikverdrossenheit bei der Bevölkerung war auch der Grund, weil man die Politiker nicht mehr anfassen hat können und die Politiker nicht mehr dementsprechend spüren hat können. Nicht nur Medien lesen ist eines, ist wichtig, und darum sind ja Medien da, logischerweise, darum machen wir auch die Pressekonferenzen, aber wichtiger ist es, dass man in Interaktion mit der Bevölkerung tritt. So, das war von mir sehr viel und einiges, aber bin guter Dinge und voll motiviert, die Freiheitliche Partei in Wahlkampf zu führen und ein gutes Ergebnis zu erzielen. Bitte, eure Fragen. Ja, danke Markus. Fangen wir im Bürgerservice an, bitte.